Spider-Man, Spider-Man. Hey, geht los hier. Oh ja, tatsächlich. Und damit herzlich willkommen zum Testcheck dieser Ausgabe mit Fabian Siegesmund. Und Michael Graf. So ist und Spider-Man. Genau, Spider-Man. Web of Shadows, yo. Was ausnahmsweise nichts mit irgendeinem Film zu tun hat, sondern seine ganz eigene Geschichte erzählt. Und zwar überfallen da diese Symbionten, die ihm den schwarzen Anzug verpasst haben, den Spider-Man, Überfall New York. Und man darf mal böse sein. Man darf auch mal böse sein und Autos rumschmeißen. Du kannst also auf Knopfdruck wechseln, ob du der gute oder der bisschen böse Spider-Man sein willst. Aber Knopfdruck ist auch so ein bisschen das Problem. Die Steuerung ist für ein PC-Spiel unheimlich überladen. Du brauchst viel zu viele Knöpfe. Muss man unbedingt mit dem Controller spielen. Ja, und New York schaut hier auch immer gleich aus. Das ist doch New York, oder? Das ist New York. Ah ja, ja, sieht man auch. Aber diese Rumschwingereien und Rumklettereien, das ist auch ganz cool animiert. Das sieht wirklich nett aus und macht auch Spaß, wenn man halt nicht gerade hier so einen Typen auf der Schulter hat. Was macht er mit dem Typen? Der packt ihm an den Po. Ja, stimmt. Hey. Hey, was soll das? Aber den kann man jetzt nicht in ein Auto werfen, damit das Auto explodiert wie bei Hulk. Nee, leider nicht. Schade. My Sims, ist es nicht süß? Nein. Okay. Das in wissenschaftlichen Tests erwiesen ist nicht süß. Okay. Das ist der Versuch, auch Kindern das Sims-Universum näher zu bringen. Ja, es ist dafür aber doch wieder relativ komplex. Also man hat halt mehrere Bevölkerungsgruppen oder Bevölkerungsarten, die man, deren Wünsche man erfüllen muss, um die dann hier in seine Stadt zu locken. Man ist nämlich nicht nur für sein Sim verantwortlich, sondern für die gesamte Stadtbevölkerung. Also es ist im Prinzip eher so ein Sim-City mit Knuddelfiechern. Ja, so, ja, genau, im Prinzip ja. Also es ist quasi ja, so ein SimCity für Kinder. Aber auf der anderen Seite, SimCity Societies, ja. Das neue SimCity, ist ja auch für Kinder, weil sich das ja von alleine spielt. Da kann man sich ja davor, da kannst du einen Säugling davor setzen und er gewinnt, weil er nämlich nichts tun muss. Und das hier hingegen ist dann schon eher kompliziert, oder nicht? Ja, aber es ist trotzdem nichts für Erwachsene, weil dir auf Dauer halt die Abwechslung fehlt, ja. Einfach und die Herausforderung. Also wer jetzt kleine Brüder, kleine Schwestern hat, die noch unter 10 sind so ungefähr, der kann das denen ruhig mal zu Weihnachten schenken. Und das ist der Hotel-Gigant 2. Wer zu viel von Tycoon-Spielen hat, jetzt gibt's auch Gigant-Spiele. Und sie werden auch unendlich oft fortgesetzt. Super. Ja, das ist das alte Rezept. Wenn man es nicht Tycoon nennen will, nennt man es halt Gigant. Ja, was macht man da an Hotelverwalten? Genau, und man legt unterschiedliche Arten von Hotelzimmern an, in verschiedenen Kategorien. Und wenn sich dann die Gäste eben beschweren, weil sie keinen Föhn haben, dann musst du dann eben einen Föhn kaufen und dann geht's den Gästen allen besser. Also hier im Moment zum Beispiel beschwert sich die Frau gerade, dass sie keine Waage hat. Ich hätte gedacht, das freut die, wenn sie keine Waage hat. Aber gut, was weiß ich denn? Ich bin ja kein Hotelchef. Ja, das ist eh unrealistisch alles. Ja. Und das Blöde ist halt auch, von außen sehen diese Hotels ganz nett aus, aber wenn du es dann spielst, ist außen alles blau. Nein. Ja, hier ist eher alles grün und rot. Das ist nämlich Multivinia Survival of the Flattest. Die Multiplayer-Variante von Darwinia, das war dieses Retro-Strategiespiel, das Introversion gemacht hat. Oh mein Gott, sie haben einen Hammer! Ja, sie haben einen Hammer. Nein, das ist kein Hammer. Das ist eine Statue. Das ist nämlich einer der 6 Spielmodi, gibt's, glaube ich. Capture the Hammer, also Statue, genau. Du musst diese Statue da hinten in diesen Kreis bringen, um Siegpunkte zu sammeln. Und der Witz ist ja, du steuerst hier deine Meute nicht direkt, sondern wieder über so Sergeants, wie eben in Darwinia auch. Nur kämpfst du jetzt halt nicht mehr gegen computergesteuerte Viren, sondern gegen andere Spieler. Okay, das kann man jetzt furchtbar langweilig finden, wie ich. Man kann es aber auch relativ cool finden, wenn man eh Darwinia-Fan ist, weil der Stil ist halt schon immer noch der gleiche. Der Stil ist halt was ganz Eigenes, aber muss einem halt auch gefallen und mir gefällt es in der Tat auch nicht so. Ja, aber es gibt Formationen, immerhin. Da kann man die Leute so karriermäßig anordnen, das ist immer ganz so. Dann trifft der Hammer auch besser. Ja. Memento Mori ist ein Adventure, das komplett in 3D gehalten ist. Also es sind hier keine Render-Hintergründe, es sind alles 3D-Grafik und dafür schaut es schon mal ganz ordentlich aus. Und ja, bedient auch wieder so die Leute, die auch diese ganzen anderen Spiele mögen, wo ein Typ und eine Tussi irgendwas machen. Richtig. Die Story ist, da werden Bilder geklaut in der Eremitage in St. Petersburg und man spielt abwechselnd 2 Charaktere. Das ist einmal Lara, die arbeitet bei Interpol und soll diesen Diebstahl aufklären, und der Kunstfälscher Max, ein Franzose. Und nachher steckt natürlich auch wieder eine Verschwörungsgeschichte dahinter, ist dann wieder so Da Vinci Code-mäßig irgendein Geheimbund, der dann irgendwie, ich weiß nicht, Bilder sammelt. Genau, ich zitiere Christian, den Tester, so Geheimbund-Zeugs, hat er zu uns gesagt, das ist so Geheimbund-Zeugs da drin. Also, wir glauben das jetzt einfach mal. Und nee, die haben halt auch magische Fähigkeiten, wie man sehen kann, die können Karten umdrehen. Genau, ohne was zu kann diese Karte schweben lassen. Nee, also für Adventure-Fans ist das bestimmt ganz nett. Es gibt zwar, die Rätsel sind relativ einfach, also nicht so die Überknobelhämmer, aber es erzählt eine nette Geschichte, es hat nette Charaktere, es schaut ganz nett aus. Also bitte, wer das mag, kann es kaufen. Winterspiele 2009. Und da sehen wir auch schon gleich das, was neu ist, nämlich Snowboardfahren in der Halfpipe. Ui. Ja.
Ja, das ist auch meine Lieblingswintersportart. Genau, ne, vor allen Dingen, er kann auch wieder den Hügel hochfahren. Ach, hier hat wieder der Praktikant aufgenommen. Man sieht schon, der kann sich Snowboard nicht leisten. Ja. Es sind halt immer so Minispiele, muss im richtigen Moment richtige Knöpfchen drücken und dann sieht das eben toll aus. Hier auch beim Schlittschuhlaufen. Ich hätte ja gedacht, dann passt wenigstens die Musik zu dem, was man da macht, aber das ist halt auch einfach nur. Ja, eben. Geld machen. Und du machst ja einen Rhythmus mit diesen komischen Tasten, weil die machen immer dann blub, 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 blub. Und die Musik hat gar keinen Rhythmus. Also das ist ein bisschen komisch, so Reaktionsspiel ohne Rhythmus. Bobfahren auch immer ganz wieder gerne. Ja, gehen. Bitte zurücklehnen und warten. Ja, wieder von 49 Games entwickelt, wieder kein schlechtes Spiel. Also wer die alten Winterspiele mochte, der kann sich auch das neue kaufen. Ein paar neue Sachen gibt es ja immerhin, wie die Halfpipe. Aber wer jetzt nichts mit Wintersport anfangen kann, braucht das auch nicht. Das nächste Spiel ist doch auch gleich von 49 Games, ne? Ja, oh, in der Tat. Das heißt, dann bleiben mir nur noch 47 übrig. Was, oh, ja, was sind das da für welche? Oh. Biathlon ist die neue Disziplin übrigens auch im Winterspiele, denn sie haben Langlauf durch Biathlon ersetzt, denn Langlauf alleine wäre langweilig. Jetzt gibt es zusätzlich noch Biathlon auch in Winterspiele 2009. Es gibt aber auch Biathlon 2009. Und das sehen wir hier, glaube ich, gerade. Ich meine, wenn ich einmal auf den Po schauen will, dann kann ich auch Spider-Man spielen. Und dieses eine Icon hier, das rechteste der drei Icons, sieht aus wie ein Grinsegesicht. Das stimmt. Ja, obwohl es eigentlich Schießen ist. Es wird gleich noch besser, wenn wir sehen, dass es zum Schießen übergeht, dann sehen wir die Grinsegesichter gleich wieder. Ja. Das ist eine ernstzunehmende Biathlon-Simulation, nicht ganz so schrecklich oder überhaupt nicht so schrecklich wie die Biathlon-Spiele früher waren. Es waren immer Garanten für niedrige Wertungen, ja. Inzwischen sind die richtig gut. Es gibt ein paar neue Strecken, das Wetter soll jetzt ein bisschen Einfluss haben auf die Rennen. Und man kann es, ach ja stimmt, man kann es auf dem Wii, es gibt eine Version für den Nintendo Wii und da kann man es mit dem Balance Board spielen. Also kannst du auf Balance Board so hin und her stacken beim Langlauf. Das ist bestimmt toll. Und du hast auch noch so Spezialfiguren, die haben besondere Fähigkeiten. Zum Beispiel können die ihre Kollegen am Schießstand niederschießen. Nein, es ist gelungen. Noch mehr Lügen gibt's allerdings erst wieder in der nächsten Ausgabe, dann wieder natürlich im Testcheck. Tschüss. Entschuldigung. Nee, komm, sag du. 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 Nee, komm, sag du.